ist eine Gruppe, die sich so locker zusammengefunden hat. Die haben alle die Absicht, vor der Natur zu malen, also plenär zu malen. Das ist sozusagen ihr Anliegen, das verbindet sie. Norddeutschland, also gerade Schleswig-Holstein, hat ja sehr schöne Stellen, wo man Motive einfangen kann. Da gibt es die Schlei, da gibt es die Ostsee, da gibt es die Nordsee, da gibt es die Brandungen, da gibt es Strände. Das ist das, was die Menschen und die Besucher interessieren, ihre eigene Landschaft. Und deswegen kommen die auch alle gerne zu den Ausstellungen. Ne? Es gibt meistens einen Ausrichter, der die Realisten einlädt, in einer Landschaft zu malen. Sondieren die Landschaft und gucken, wo kann man hier gute Stellen finden. Und dann schwärmen die dann aus und stellen dann ihre Staffelei in die Landschaft, haben ihre Farben mit dabei und dann geht's los. Ne? Also wir machen ja die Dinge, die uns reizen. Ob die jetzt so speziell norddeutsch sind oder nicht, das ist eigentlich zweitrangig. Natürlich sind wir fast alle Norddeutsche und haben wir natürlich alle ein gewisses Faible fürs Wasser, für Strandszenen, für Hafenszenen vielleicht, ja. Wenn man 30 verschiedene Künstlerinnen und Künstler vor ein Motiv stellt, wird man 30 verschiedene Bilder dabei rauskommen. Das ist einfach selbstverständlich, weil jeder hat eine andere Handschrift. Wie alle anderen mit dem Pinsel gemalt und im Laufe der Zeit hat er gemerkt, wenn ich die Farbe direkt mit der Hand auftrage, bin ich näher am Bild, bin ich näher an der Malerei und kann das formen, wie ich das möchte. Und das ist jetzt sozusagen seine Passion geworden. Es werden ca. 100.000 Besucher erwartet und das ist natürlich eine super Plattform für die Realisten und deswegen sind die auch alle begeistert, ist ja klar. Also wo kriegt man das schon in Schleswig-Holstein geboten? Ne? Ja, natürlich, wir sind froh darüber, natürlich, klar.